Hallo und damit herzlich willkommen zu Axu, erste Folge, ja, endlich ist es soweit. Ihr hört vielleicht Musik gerade im Hintergrund, ich probiere gerade ein bisschen rum mit allen Sachen. Entschuldigt, wenn es noch nicht perfekt ist, ich versuche es in den nächsten Folgen in den Griff zu kriegen, aber ich hoffe es passt so soweit. Und dann würde ich sagen, fangen wir gleich an. Ich habe mir schon einen Charakter erstellt und in der Welt sind wir auch schon. Jetzt muss nur noch, ja, nur noch 9 Überlebende stellen und los. Wie gesagt, ich probiere gerade viel rum und ich habe auch viel vor mit dem Kanal in nächster Zeit. Mit einem richtigen Mikrofon und dass ich 1080p aufnehmen kann und so weiter und so fort. Und ich hoffe, dass es alles funktioniert. Von daher würde es mich freuen, wenn ihr dran bleibt. Ja. Das fängt natürlich ganz normal an, wie sonst auch immer. Mit einer Steinspitzhacke. Und ich habe das echt hochgestellt, das mit dem Level ganz einfach, weil in Axu geht ja darum, wer es noch nicht mitbekommen hat, Dinos zu zähmen und Dinos zu züchten mit Eiern und so. Und dadurch geht es halt nicht so um diesen Überlebensfaktor, sondern eher so um dieses, ja. Eher so um dieses, schaffst du das Spiel und möglichst schnell auf hohe Level zu kommen, damit ich auch richtige Gehege bauen kann und alles drum und dran. Von daher, man sieht es vielleicht auch, ist halt, das geht es schnell und schnell voran. Jetzt brauchen wir noch einen Feuerstein. So. Das haben wir schon, dann nehmen wir das, 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 das und das. Dafür brauchen wir ganz viel Fasern, ja. Und ich werde auch, also jetzt vielleicht nicht am Anfang, aber ich werde dann auch dann irgendwann, wenn es weiter vorangeht, viel cutten. Also was heißt viel, aber schon ein bisschen, ja, einfach, weil wir zum Beispiel ein Dino zähmen, auch wenn es jetzt nur ein Dodo ist. Also ich habe es schon zwar hochgestellt, dass es nicht so lange dauert, aber auch wenn es ein Dodo ist, werde ich ein bisschen cutten, damit die Folgen einfach nicht ewig lang werden, wenn ich dann später mal irgendwas Größeres ausbrüte, sowas wie, keine Ahnung, ein Rex oder sowas, das dauert halt dann schon ein bisschen und von daher werde ich auch ein bisschen cutten. Ich hoffe, das passt für euch und ja. Oh, ich dachte, da wäre gerade was. Lass mal kurz schauen. Sagen wir, gehen noch ein bisschen auf. Auf der will jetzt, der will was von mir. Okay, dann laufen wir mal ein bisschen. Ich habe halt auch die Stats gleich am Anfang schon ein bisschen, ja, hochgestellt, damit ich einfach ein bisschen schneller laufen kann und sprinten. Da sieht man es auch schon. Und ja. So. Ist hier noch irgendwo, dann können wir gleich ein bisschen Fleisch und Tide Dicer. Die Dinos machen dafür aber auch ein bisschen Schaden, damit es halt doch nicht zu viel zu OP ist, deswegen machen die uns auch ein bisschen mehr Schaden. Also ich habe das schon versucht so ein bisschen zu balancen und auch ein bisschen rumprobiert und alles. Und ja. Dafür sind wir halt ziemlich schnell. Also ich hoffe, dass es in den späteren Leveln noch ein bisschen absinkt, aber
erstmal sind wir halt ziemlich schnell unterwegs. Nehmen wir mal dich. Dich lernen wir mal. Und was lernen wir noch? Vielleicht einen Schlafsack. So. So. Hose. Ja, Männchen ist wieder ziemlich klein. Und Fasern brauchen wir. Ja, jetzt endlich Aksu nach langer Zeit. Ich hoffe, es gefällt euch soweit. Und ich hoffe, ihr bleibt dabei. Und ja, das ist eigentlich so alles. Weil ich habe gesehen, es gibt einfach dieses so ein Projekt noch nicht. Dabei fand ich das so schade. Weil es immer traurig fand. Und habe auch viel geschaut, ob es wirklich schon mal so ein Projekt gab oder nicht. Also so ein Projekt, wo man Tiere hier wirklich zähmt und dann Käfige tut und dann halt so einen richtigen Zoo baut. Aber sowas gab es eigentlich nicht. Oh, ist es ein... Oh, ein T-Rex, okay. Und halt einfach... Ich habe halt einfach alles ein bisschen hochgestellt. Auch einfach aus dem Grund, dass wir halt schneller Tiere farmen, Dinos zähmen können und alles drum und dran. Also dass einfach alles ein bisschen schnelleren Ablauf hat als normal. Und ja... Deswegen hoffe ich, es wird mal gut. Ich kann es dann vielleicht auch mal mit anderen spielen, mal schauen, wie es euch gefällt und mal schauen, wie viel Erfolg ich damit zu haben und also jetzt im Volk in dem Sinne von, wie mir das Projekt selber so gefällt und ja. Dann würde ich sagen, lernen wir das und Zündpulver. Ich will mir dann auch so schnell wie möglich einen Bogen machen und Narkosepfeile, von daher können wir eigentlich... Würde ich sagen, versuchen wir uns gleich in der ersten bis zweiten Folge jetzt, oder zumindest anfangen und dann schneide ich halt ein bisschen, ein Parasaurus oder sowas zu zähmen, ganz einfach damit ich Bären krieg. Und dafür brauche ich am besten Bolas. Bolas sind ab Level. Welchem Level zu haben? Level 10. Ja, dann können wir versuchen, ihn down zu bolern. Ein paar. Würde ich sagen, richten wir uns hier so eine kleine Ecke ein, wo ich. Jetzt noch ein Mortar und Pestel mach und ja, sonst so viel haben wir jetzt schon Ferien, ich noch leider noch nicht, aber gut, ändert sich auch noch. So, wie viel brauchen wir fürs Mortar und Pestel? Oh, da oben ist es 65, okay. Oh, und wir brauchen auch noch halt, ja gut, dann würde ich sagen, machen wir das Farm später und holen uns noch ein Dino. Vielleicht nicht unbedingt ihn. Also dann so ein Dodo oder sowas macht's auch schon. Oh, kämpft da gerade ein. Nein, Stego gegen einen Rex, okay. Stego auch sehr gut. So, jetzt die Frage. Ist da noch ein Rex oder sowas? Oh, ein Kano. Von euch kriege ich leider nicht wirklich was. Außer Fleisch, was zwar auch wichtig ist zum Vergammeln, aber... Für sonst nichts. Da ist noch ein. Den trigger ich. Oh. Und der Kano hat mich gesehen. Ah. Okay, dann muss ich jetzt versuchen, ein bisschen wegzurennen. Wenn es zu lang dauert, dann mache ich da einfach eine Timelapse draus. Lauf. Und Musik ist aus. Ah, oh, ja, okay. Ja. Der war einfach zu schnell. Mist. Naja. Wir waren ja noch ganz am Anfang.
Okay, wo bin ich jetzt? Ich hoffe nicht in der Nähe vom Kanu. Es sieht aber ziemlich gut aus. Okay, da sind auch ein paar Dodos. Dann versuchen wir die doch gleich mal zu holen. Gib mir 10. Genau. Oh. Komm. Wolfstein und Stroh. Nice. Okay, da ist auf jeden Fall ein Dodo. Und für dich brauchen wir Holz, Feuerstein, Fasern. Holz. Ein paar Fasern. So. Noch ein bisschen Holz und Feuerstein. Jo. Wie es mit dem anderen Projekt aussieht, weiß ich jetzt nicht. Also Minecraft Story Mode werde ich, denke ich, mal weitermachen. Da muss ich jetzt auch mal wieder ein paar Folgen aufnehmen. Und ja, also wie gesagt, ich habe ja vorhin schon angesprochen, dass ich einfach ein bisschen was ändern will auf meinem Kanal. Einfach bessere Mikrofonqualität will ich bieten und eine bessere Grafik mit 1080p am besten. Und deswegen würde ich gerne mehr ein erstens ein besseres Mikrofon anlegen und zweitens halt einfach eine, ich weiß gar nicht noch, also ich weiß noch nicht genau was. Auf jeden Fall werde ich mir was anderes anlegen. Ja, und jetzt hat er mich getroffen und ja, ich hoffe, dann wird einfach mein Content auch besser und bessere Qualität. Und ja, das ist eigentlich so viel dazu. Was können wir jetzt noch gebrauchen? Oh. Bola. Okay, dich kriegen wir erst ab Level 15. Ein Fernrohr können wir uns noch holen. Und keine Ahnung, lassen wir es erstmal dabei. 18. Brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Hide. Entschuldigung. Meinst du so ein, wohl ein Triceratops kann ich nicht bohlen. Ich will am besten wie heißt der? Einen Parasaurus, genau, Parasaurus, das war das Wort. Okay, da ist ein Moschops. Ein Moschops. Wir sind ja auch ziemlich neu. Und generell fällt jetzt dieses neue Update auch mit den Haaren und allem. Was ich ziemlich cool finde, diese Tech-Tech-Rüstung oder wie die heißt. Und ja. Das wäre vielleicht auch noch ein Ziel von Arc zu, das so zu kriegen. Da ist ja auch direkt ein Parasaurus. Wenn ich Glück habe, kann ich den direkt sehen. Gesagt, wenn ich Glück habe, dazu brauche ich eine Steinschleuder und Bolas. Bolas brauche ich Fasern. Ich denke, ein bis zwei Bolas dürften reichen. Nehmen wir mal 15 Fasern. So circa.
So. Können wir auch gleich noch ein paar Narcos farmen. Ja, nehmen wir zwei und eine Steinschleuder. Dann am besten Stein, viel Stein. 9 Stein wird nicht reichen. Ich denke dann. Wir brauchen ja außerdem noch ein. Wie heißt es da? Fahren wir mal den kompletten Stein ab, wenn es geht. Kann man den? Ja, kann man. Ja. Axu, endlich, nach langer Zeit. Die Folgen werden so circa 20 bis 30 Minuten, je nachdem, wie viele Schneidungen ich hatte. Und ja. So, wir brauchen einmal 60 oder für die Mord am Pestel. 61, so haben wir. So ein Stößel und dann brauchen wir noch ein Strohfundament. Nehmen wir mal Herstellgeschwindigkeit. Level 12, okay. Jetzt brauchst du Fasern, Stroh. Okay, gib mir Stroh. Gib mir Fasern. Muss ich auch gleich mal schauen, dass ich ein bisschen Fleisch nehme. 7. Nur noch irgendwo anders Fleisch. Na dann. Machen wir das. Okay, dann denke ich mal, vielleicht schaffen wir es noch, den Parasaurus in heute zu downen, sag ich mal, aber nächste Folge dann spätestens werden wir auch ja noch zähmen. So, 9 Stein, das ist noch nicht genug. Ja, holen wir uns noch ein bisschen was. 14, 18. Ich denke so 30 würden reichen. Da sagen wir 25. Komm, noch einmal. Zack. Ja. Ich darf ihn bloß nicht aus den Augen verlieren. Was ich gerade getan habe. Nee, da ist er. Okay, dann würde ich sagen, räumen wir mal alle Gefahren weg. Zum Beispiel da hinten den. Den Dilo. Hallo. Willst du spielen? Oh. Zack. 11, 13, ja, vielleicht wäre vielleicht ein bisschen besser gewesen, aber gut. Kann man jetzt auch nicht mehr ändern. So, dann würde ich sagen, Strohfundament hier hin. 4 Minuten. So, dann nehmen wir uns mal ein paar Beeren. So. Und verdrücken die komplett, dann ein Mortalstößel. Du kommst hier hin mit dem Fleisch, was in 3 Minuten vergammeln, dann würde ich sagen, lassen wir es noch vergammeln, dann machen wir noch die. Haben wir dabei noch ein paar Narco-Berries und dann würde ich sagen, was auch schon mit der Folge, weil dann sind wir schon bei 21 Minuten, also mit den 3 Minuten zusammengerechnet. Und ja, dann hoffe ich, es hat euch soweit gefallen. Und dass ihr nächste Woche dann auch wieder mit reinschaut, wenn es ist. Ich versuche jetzt einfach, meinen Kanal ein bisschen aufzurüsten, wisst ihr, zuerst mit der Musik, auch in dem Trailer jetzt, ich weiß, er war nicht der beste, aber es war immer noch mein erster Trailer und ja, halt einfach ein bisschen aufzubessern und dann mit einem besseren Mikrofon, einer besseren Qualität, Grafik, halt, dass ich so langsam mich hocharbeite und ja, ich hoffe, ihr seid mit dabei und jetzt mal schauen, wie viel Narcos habe ich, 22, ja, das dürft fürs erste Zeichen, welches Level ist denn der kleine? Der kleine vor allem Ding. Wenn ich jetzt wüsste, ist da.
Okay, warum wird mir das hier angezeigt? Komisch. Na gut, wie lange noch bis zum Vergammeln? Oh, 2,20, dabei können wir den eigentlich sogar noch legen. Obwohl, nee, das machen wir in der nächsten Folge. Okay, da lernt Moshops für irgendwas weg. Okay, ist nur ein Dilo. Null Problem. Ja, ja, komm her. So. Sind wir Level 15? Nee, Level 14, okay. Schade. Bewegungsgeschwindigkeit. Ja. Muss auch schauen, gut, du rennst wieder in meine Richtung. Und Ah, dabei können wir noch ein paar Metro Berries farmen. Ah, da ist ja Moshops. Oh. Okay. Wie viel? 9 nochmal. Na. Vier Stück vielleicht noch, außerdem brauchen wir noch ein paar Metros. Ich denke, das wird entweder heute noch, aber vielleicht eher wahrscheinlich morgen, und zwar Dienstag, den 7. Februar, hochgeladen, weil heute werde ich es wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Es ist schon 21 Uhr. 12 und von daher, ja, wird es eher nichts mehr. Oh, mein Fleisch ist gegammelt, ja, nice. Konsum, Medikamente, 6 Stücke. So, und dann würde ich sagen, war es auch mit der Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaut. Bis dann, ciao.